Guten Morgen, Freunde. Heute ist der letzte Tag meines Aufbaus, denn ab morgen geht's ab in die Diät und deswegen gibt es heute auch ein letztes Full Day of Eating im Aufbau. Viel Spaß dabei. Wir gehen schnell noch einkaufen. Heute lassen wir uns nicht lumpen, oder? Ja, was willst du denn kaufen? Ich glaube, wir brauchen Cornflakes. Cornflakes? Ja, und Milch. Okay. Aber 1,5% hier, ne? Also wir wollen ja nicht übertreiben. Wer von euch ist auch der Meinung, dass Lion Müsli das beste Müsli aller Zeiten ist? Das ist immer richtig nice. Hallo. Na, wie geht's? Alles gut? Erstmal hier 150 Gramm von dem hier. Und ein bisschen Milch, natürlich 1,5%. Wir wollen ja hier nicht übertreiben. Und die, ich glaube 0,3er, die schmeckt echt nicht. Da kann man auch gleich einen Whey nehmen oder so. Oh. Gains, schon die ersten Gains verloren. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Eiweiß, also Proteine, damit der Muskelaufbau gleich auch ordentlich vonstatten gehen kann. Und zwar nehmen wir uns mal so ein Juicy Whey. Hat, glaube ich, 0 Gramm Kohlenhydrate, 0 Gramm Fett und 23 Gramm Eiweiß. Das gönne ich mir dann auch. Und dann blende ich gleich mal die Kalorien ein. Und jetzt gibt es Obst. Und zwar hat Lenchen ein bisschen für uns zusammengeschnibbelt. Das gibt's. Erdbeeren und Melone. Das tracke ich auch nochmal gleich ein und dann sage ich euch die Makros für das Frühstück. Jetzt gibt's erstmal für alle schön den Science Pre-Booster. Zwei Scoops? Natürlich, für jeden. Für mich sogar ein bisschen mehr. Aber ich habe das noch nie genommen. Vertrage ich das direkt? Ja, aber das verträgt eigentlich jeder. Okay. Das haben ja auch viele geschrieben. Sepp, ich vertrage den einen oder anderen Booster nicht und bisher haben wir gar kein negatives Feedback zur Verträglichkeit bekommen. Eigentlich nur übelst positive Sachen. Das freut mich natürlich riesig. Denn hier ist auch zum Beispiel kein Koffein drin, das vertragen auch einige nicht. Deswegen braucht ihr euch da keine Sorgen machen. Aber natürlich, wenn ihr es nicht vertragen solltet, dann schreibt mir mal. Also ein Booster für mich und ein Monster Zero Red, Ultra Red. Und für die Mädels machen wir gleich auch mal direkt einen Booster hier. Die Lu ist ja auch dabei. Ich wollte zwar nur einen Pump sage ich und einen Scoop, aber wir machen ihr mal zwei rein. Ja, mach mal ruhig zwei. Dann ist der Pump noch krasser, du. Okay. Ja, und für dich hier, wie brauchst du? Ich nehme dann auch mal zwei. Du nimmst auch zwei? Das ist deine Verantwortung, ne? Nee, Schatzi, da steht ganz klar drauf, Pump auf eigene Gefahr. Ah, okay, scheiße. Also, wenn irgendwelche Kleidungsstücke ausleiern gleich, dann übernehme ich keine Verantwortung. Der rote Monster, der ist schon lecker, das kann man schon trinken, ne? Und keine Werbung. Den habe ich selber gekauft. Was schmeckt das? Schmeckt fruchtig, monsterhaftig. Ich finde, die Monster schmecken alle relativ gut. Ja? Also relativ. Ich möchte mal probieren. Also probieren? Ja. Hier? Ja, schmeckt schon gleich, aber schmeckt schon nach Erdbeeren. Ja, so ein bisschen, ne? Ein bisschen rot. Vielleicht ist es auch nur Placebo, weil das Ding rot ist. Ja, so weiß ich nicht. Eigentlich, was du gesagt hast, an sich schmeckt Monster irgendwie immer so nach Fanta. Aber so ein bisschen erdbeerig. Doch gut, doch wirklich lecker. Ja, das kann man trinken. Herr Zietlow, können wir ein Bild machen? Nee, heute nicht. Heute nicht? 5 Euro. So, Julian, damit du auch mal ein bisschen krass wirst hier, ne? Oh, danke. Also, du musst dich ja auf dem Niveau hier des Channels anpassen. Es geht hier nämlich um richtige Athleten. Richtig, richtig? Heute bist du nämlich auch einer. Machen wir zusammen mein Training. Mit jeweils 20 Minuten Pause pro Satz. Willkommen zum Trainings-Voice-Over. Oberkörperstand auf dem Plan und das Bankdrücken läuft aktuell ziemlich gut. Also in den letzten 3 Wochen haben wir einen Leistungszuwachs von knapp 15 Kilo zu verzeichnen können.
bei den 10er Wiederholungssätzen. Und klar, es geht jetzt nicht so weiter, ansonsten würde ich in den nächsten 2 Jahren vermutlich 3 Tonnen drücken können, aber dennoch freut es mich natürlich extrem. Und ansonsten läuft das Training auch ziemlich gut, also die letzten Tage der Offseason sind definitiv produktiv und dementsprechend bin ich natürlich zuversichtlich, dass die Topform von 2016 übertrumpft werden kann. Und ich bin ganz ehrlich, alles andere würde mich auch ein bisschen enttäuschen, also wenn ich meine Topform nicht übertrumpfen kann. Aber wie gesagt, ich mache mir da keine Sorgen. Ich denke, dass ich mich noch hier und da verbessern konnte, aber ich will auch nicht zu viel verraten. Also ihr werdet dann die Form natürlich vergleichen können und dann könnt ihr natürlich selber entscheiden. Eine Sache, die mir immer extrem häufig auffällt, wenn ich Leute für einen Wettkampf vorbereite oder auch allgemein Leute coache. Ich bin ja schon seit einigen Jahren als Coach tätig und dieses Jahr, wisst ihr es wahrscheinlich auch, bereite ich auf meinem YouTube-Channel alleine 6 Athleten auf die deutsche Meisterschaft im Bodybuilding vor. Und es fällt mir immer und immer wieder auf, egal ob natural, egal ob Stoff, die Rhomboiden, der untere Trapez, also die Rückendichte, ist bei 99% der Trainierenden wirklich eine Schwäche. Das heißt, die meisten konzentrieren sich beim Rückentraining immer auf den Lat. Es gibt dann horizontale Zugübungen, vertikale Zugübungen, das heißt von vorne, von oben, von allen möglichen Winkeln. Es gibt Überzüge und immer wird darauf geachtet, den Lat zu spüren oder die Technik so auszuführen, dass der Lat eben maximal zum Einsatz kommt. Aber meine persönliche Erfahrung mit zig Athleten bisher, die meisten hatten einen relativ guten Lat, aber keine guten Rhomboiden, keine gute hintere Schulter und auch keinen guten unteren Trapez. Und das wiederum sorgt für 2 große Probleme, und zwar erstens ästhetisch und zweitens funktionell. Was meine ich mit ästhetisch? Ja, der Rücken ist dann einfach nur breit, aber nicht wirklich detailliert, nicht wirklich tief, nicht so mächtig, nicht so wuchtig, wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Und ich als Coach bin natürlich verantwortlich dafür, dass die Jungs in dieser kurzen Zeit nochmal schnell das Beste aus sich rausholen. Und dementsprechend kriegen sie natürlich von mir auch immer so einen Trainingsplan, der darauf ausgelegt ist, ihre Schwächen optimal anzugreifen. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Manche sagen, hey, ich will einfach nur einen breiten Rücken haben und die Tiefe ist mir egal. Aber Freunde, wenn du viel Bankdrücken machst, wenn du viel vordere Schulter und Co. trainierst, dann entstehen auch so Disbalancen und das wiederum sorgt dafür, dass du eine schlechte Haltung hast. Und das sieht immer schlecht aus, da kannst du, glaube ich, jeden fragen, da gibt es keine 2 Meinungen. Und B, bekommst du so viel eher Schulterprobleme. Und die meisten Leute, die seit Jahren keine Bankdrücken machen konnten und sonst was und bei mir im Coaching waren und mal 2, 3, 4 Monate nach einem richtigen Trainingsplan trainiert haben, hatten diese Schulterschmerzen meistens nicht mehr, wenn es nicht an der Technik lag. Also meistens liegt es an der Technik. Und wenn nicht, dann zu 90% am Trainingsplan bzw. an den Prioritäten der Trainierenden. Zum Beispiel sind deswegen auch die Pläne im Muskelpedia ganz anders aufgegliedert. Und natürlich, dort wissen die Leute auch ganz klar, wie sie Ruderübungen auszuführen haben, damit eben nicht zu kurz kommt. Alright, das war's mit dem Voiceover. Wenn der Vlog bis hierhin dir gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Wenn du dein Training oder deine Ernährung aufs nächste Level bringen willst, muskelpedia.de, hol dir das System. Dort habe ich all mein Wissen für dich zusammengefasst. Und ansonsten, ja, wenn du Fragen hast, wie immer in die Kommentare. Viel Spaß mit dem weiteren Vlog. Nach dem Training jetzt erstmal ein bisschen Eiweiß. Und zwar gönne ich mir einfach mal 7 Scoops. Das sind aber 70 Gramm. Was hältst du davon, Lu? Ja, natural nicht möglich, aber ich gönn's dir. Wie lange ich denn jetzt schon? Jetzt waren es 5. Also okay, bitte noch. Nein. Und noch ein. Komm. So. Was haben wir noch? Wir haben eine Banane und eine Nektarine. Die wiege ich gleich ab. Track's ein und zeigt dann hier die Makros. Kann man das sehen dann? Ja. Sehr genau gut. Genau da. Und dann gleich gehen wir Sushi essen. Ich bin komplett am Arsch. Bist du schon Katabol eigentlich? Hardcore-Katabol. Deswegen jetzt hier. Deswegen jetzt erstmal Wasser rein, ne? Hier. Wasser rein. Kennt ihr das? Wenn das Wasser auf einmal gar nicht kalt ist, sondern warm. Das hatte ich schon einmal. Mhm. War keine nice Experience. Ist so ein warmer Eiweißshake ist doch eigentlich ganz lecker. Ja, wenn er von Rocker ist. Dann. Obwohl, ich habe mal gehört, warmer Proteinshake wird schneller aufgenommen. Ja, das stimmt. Und wenn es natürlich kalt ist, musst du natürlich das Getränk erstmal runterkühlen. Also hochkühlen, also aufwärmen, weil deine Körpertemperatur natürlich ein bisschen wärmer ist. Und das wiederum verbraucht Kalorien. Yeah. Auf euch, Freunde. Gehen wir Sushi essen. Yeah.
Ja, Sushi Gang, Sushi Gang. Sushi Gang, Sushi Gang, Sushi Gang. Bin ich mal wieder der Letzte? Auf geht's, Sushi Gang, Sushi Gang, Sushi Gang. Jeder Mama, wenn die Sonne untergeht, ist das nicht verdammt romantisch. Ja. Die Makros gibt es gleich, aber es sieht schon mal richtig nice aus. Oder Lu? Ja. Es sieht richtig gut aus, ein ganz normaler Tag hier in Köln, wenn das Wetter gut ist, denn morgen soll es ein bisschen regnen und dann lassen sich die Leute hier nicht lumpen und gönnen sich auch mal ein Eis, nachdem man ungefähr 20 Minuten locker anstehen muss, ist aber immer so. Mmh, was hast du genommen? Den Zitronen-Sorbet für mich. Und was nimmst du? Cheesecake und Schokosorbet. Das ist das gleiche wie ich? Du nimmst das gleiche wie ich. Hä? Das ist das Problem. Das ist das Problem hier. Habt ihr keinen Cheesecake mehr? Nein. Egal. Improvisation. Also ich nehme einmal das Schokoladensorbet, bitte. Ja, auch im Becher. Und ich nehme das Karamell mit Nella. Vielen Dank. Das Schokoladensorbet. Und das Sorbet aus, mit der schwarzen Johannisbeere. Sehr interessant. Kamen Sie denn auf diese Entscheidung? Sieht lecker aus. Lecker aus? Was nimmst du jetzt nochmal? Das hier, das Pinke da. Ist das noch natural? Eis geht auf Lu's Nuggen. Vielen Dank, Lu. Zitronensorbet ist schon mal mega, mega lecker. Boah. Ist gut, ne? Ist schön zitronig. Mmh. Hammer. 1 bis 10? 9,5. Und? Ich habe gar nicht gegessen. Ach so. Doch, hab ich. Mal. Aber ich muss noch mal so tun, als wäre es das erste Mal. Okay. Interessant. Kennst du ja noch gar nicht, ne? 8 von 10. 8 von 10. Ja, aber sehr lecker. Sehr lecker. Kann ich empfehlen. Ja. Aber wir nennen den Namen nicht, weil wir nicht gesponsert werden. Ha! Spaß. Waschmitz. Schokoladeneis ist richtig gut. Das ja. Ist 9 von 10. Interessant. Und das Fruchteis würde ich sagen so 8 von 10. Sehr aber interessant. Ist halt Fruchteis, ja. Danke für Ihr Feedback. Ich wollte sagen, vielen Dank für diesen unfassbar wundervollen Tag. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Wirklich, muss ich ja öfter machen. Mal so nach Köln rüber und dann drehen den Sushi-Eis. Richtig nice. War wirklich cool. War danke. Sehr nice. Ciao, ciao. Mach's wir gut. Komm gut nach Hause. Und viel Spaß noch in der Off-Season. Meine Lied. Genieß es für mich mit. Mach ich. Okay, ciao. Hey. Ab geht's ins Rewe. Zum Schluss gibt's ein bisschen Kinder Happy Hippo, Küsschen White und Maxi King. Beste, wo gibt. Guten Appetit und good night.